Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute dreht sich das Ganze um Neo Berlin 2087. Einem First- und Third-Person-Action-Shooter-Stealth-Game im Cyberpunk-Setting, was in Berlin im Jahre 2087 spielen soll, wurde von den Blade Runner, von den Klassikern Blade Runner und Ghost in the Shell von 1995 inspiriert. Soll auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und wird vom Elysium Game Studio entwickelt, das 2019 in Berlin gegründet wurde. Also denke ich mal, die Stadt wird wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen oder sehr realistisch und getreu aussehen. Wir haben hier zum einen einen Pre-Alpha Gameplay und Announcement Trailer, den wir uns anschauen werden. Der wurde am 7.04.23 veröffentlicht. Und dann haben wir dann noch das Gameplay und Story-Trailer-Video von der Gamescom 2023, das wir dann noch später anschauen werden. Aber heute gehen wir erstmal ins Pre-Alpha-Gameplay hinein. Let's go! This is the place. A crime. Something like this should never have happened. I was right. Okay, was mir schon mal auffällt. Sorry, ganz kurz hier zurück. Es sieht alles ziemlich ähnlich aus von den Farben her. Ziemlich schlicht, metallisch, zukunftsmäßig. In diesen ersten Szenen gefällt mir das jetzt nicht ganz so sehr. Aber mal weiter schauen. Vor allem spielt man jetzt hier einen Roboter. Und vorhin einen anderen Charakter gesehen. Sieht ziemlich actiongeladen aus. Das Ganze ist natürlich noch Work in Progress, aber auch diese Effekte hier von den Waffen finde ich jetzt nicht so schön. Ja, ich weiß, dass Entwicklerstudio ist kein übermäßig großes Studio und eben auch kein AAA-Studio oder was auch immer. Und da darf man natürlich nicht allzu sehr ins Detail schauen oder im großen Stile meckern. Aber das sind jetzt einfach gerade so Sachen, die mir aufgefallen sind. So das Ganze ein bisschen was von Matrix haben, mit diesen Spuren von den Projektilen. Das sieht schon besser aus. So ein bisschen Neon-Style-mäßig. Ah, heißt ja auch Neo Berlin. Neo Berlin 2087. I was forced to do this. I'm sorry. Nolan. So, jetzt. Hört sich oder sieht sich interessant, sieht interessant aus. Was ich jetzt davon halten soll, da hat man jetzt nicht allzu viel gesehen, also eben es sah ziemlich generisch aus, fand ich. Vor allem mit diesen Texturen, also ein bisschen schlicht, eintönig.
Aber mal schauen, es gibt ja noch einen zweiten Trailer von der Gamescom, die jetzt Bundle ist. Und ich würde sagen, hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video von Neo Berlin 2087. Und mal schauen, ob wir da mehr zu sehen bekommen. Und ob mich das Ganze mehr überzeugt. Von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.